Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Docker. Docker-Images auflisten. Docker-Hub ist ein Dienst für Docker-Images. Auf der Website der docker.com klickt man auf Docker-Hub oben rechts. Um die Seite hub.docker.com zu erreichen, es gibt einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil. Bei Docker-Hub kann man selbst erstellte Docker-Images hochladen und für andere verfügbar machen. Unter Search, Suchen, kann man nach schon vorhandenen Docker-Images suchen, zum Beispiel nach Rail Say. Klickt man auf ein Image, werden dazu verschiedene Informationen angezeigt und eine Erklärung, wie das Image genutzt wird. So zum Beispiel hier. So wird dann das Image genutzt. Den Teil kopiere ich einfach mal. Markieren, kopieren und dann in einem Terminal ausführen. Ist das Docker-Image auf meinem lokalen System nicht vorhanden, wird es von Docker Hub heruntergeladen und dann gestartet. Nochmal zur Erinnerung. Docker ist das Programm, das genutzt wird. Run heißt der Docker-Befehl, um einen Container zu erstellen und zu starten. Und RailSay, genau so heißt das Image, das in den Container geladen wird. Und CowSay ist dann der Befehl, der innerhalb des Docker-Containers ausgeführt wird. Mittels Docker Images werden alle Docker Images auf meinem lokalen System aufgelistet. Das war User Paul von oben Screencast. Ciao und viel Glück.